Guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer du dieses Video siehst. Ja, endlich, es wird Zeit. Viele haben es sich sehr lange gewünscht und jetzt zeige ich euch endlich mal die Meistergrenadierin Ramirez. Wir besprechen einfach ihre Klasse und die Nachfrage nach diesem Charakter war einfach sehr hoch, weil sie mythisch ist und sie ist unser mythischer Soldat, den man im Sammelalbum kostenlos erforschen kann. Das heißt, kein Eventheld, nein, man geht ins Sammelalbum, man geht auf Soldaten. Da ist sie. Fertig. Alles ganz simpel gehalten. Wir gucken uns zuerst mal ihren Bonus an, denn wer meine Videos schon länger verfolgt und oder im Nachhinein die alten Videos guckt, man sieht, dass ich sehr oft ihren Bonus bei manchen Helden dabei habe, nämlich Wildnisspezialist. Und den Bonus hat sie auch selbst als Schadensbonus bzw. als eigenen Vorteil. Dann hat sie noch den Sturmwaffenschaden, erhöht den Schaden von Sturmgewehren um 24%, also den Grundschaden, nicht den Crit-Schaden. Nicht die Crit-Wertung, sondern den normalen Grundschaden. Und wenn wir jetzt auf ihre Vorteile gehen, dann wird die Liste was länger. Wie man auch eigentlich schon logisch aus dem Namen erschließen kann, Meistergrenadier, natürlich, sie ist auf die Schockwelle gebaut. Nein, sie ist komplett auf die Splittergranate ausgelegt. Und das heißt, die Liste, wenn sie hier denn nicht verbuggt ist, ist einfach ellenlang. So, gehen wir aber mal auf eine einzige Fähigkeit, die überhaupt nicht zu ihrem ganzen restlichen Loadout passt, also zu ihren ganzen Vorteilen, nämlich lähmende Schüsse. Kurzversion davon ist, du schießt einen Gegner dreimal an und er bekommt 15% mehr Schaden. Also man kann hier 15 Sekunden lang jeglichen Schaden um 5% erhöhen und es ist dreimal stapelbar. Deshalb komme ich auf die 15%. Für die, die sich gerade ganz kurz gewundert haben, so, ey, wo ist ja die Zahl her? Das geht ja gar nicht. Aber jetzt gucken wir weiter. Sie hat die Fertigkeit Rucksack, erhöht die Granatenkapazität um 2, bedeutet wir haben 5 von diesen netten Granaten. Dann haben wir noch Granatenschaden, erhöht den Grundschaden dieser Granate um 25%. Dann hat sie die Minigun drin, die ist für mich genauso useless wie bei der Häuserkämpferin, weil das ist einfach nur die Standard-Minigun. Physischer Schaden, nicht verbessert, gar nichts. Verringert die Kosten der Splittergranate um 30. Wenn wir jetzt mal ein bisschen schon mal kombinieren, das ist jetzt schon, wenn sie Level 12 ist, ist das schon verdammt böse, weil wir können viel mehr Granaten werfen, denn wir haben 5 Stück, sie kosten weniger und sie machen mehr Schaden. Erhöht den Radius der Splittergranaten um 35% und das hier ist der Punkt, der diese Heldin ausmacht, finde ich. Größer ist besser. Erhöht den Radius von Splittergranaten um 35%. Das ist, wenn ich mal einfach quasi eine Häuserkämpfergranate hinschmeiße. Die Häuserkämpfergranate, die ist genau eine Kachel groß, ja, also ein Feld exakt. Das könnt ihr gerne ausprobieren, schmeißt es genau in die Mitte von einer Kachel. Dieses Energiefeld ist genau einer Kachel groß. Und bei ihr ist es halt ein gutes Stück größer. 70%, weil Radius mal 2, ne? Wildnisspezialist hat sie. Das finde ich sehr cool, weil sie macht sehr viele Kills durch ihre Fertigkeit, durch die Granate. Deshalb, ne, Meistergrenadierin auf die Granate spezialisiert, bedeutet, wir haben permanent eigentlich Heilung aktiv, weil immer irgendwer durch die Granate trampelt und daran stirbt. Sie hat die Schockwelle, finde ich mega gut bei Soldaten. Das ist einfach immer so ein Notfallknopf. Sau cooles Ding. Dann hat sie die Clusterbombe. Ah, jetzt der ein oder andere Fuchs, der kombiniert das jetzt. Richtig. Habe ich bei der Häuserkämpferin als taktischen Slot durch den Doppelagenten. Diese Heldin hat es einfach von vornherein eingebaut. Und sie hat draußen bleiben, was auch sehr nice ist, weil, ne, Energiefeld hinterlassen und das Ding ist Clusterbombe und draußen bleiben in Kombination, deshalb finde ich die Häuserkämpfergranaten von mir auch so extrem stark. Einmal macht nämlich die Granate 125% Schaden, weil wir hier oben den Granatenschaden um 25% erhöhen. Sie hat 35% mehr Radius. Sie kostet weniger, wir haben 5 Stück. Dann kommt noch dazu, wir machen 6 Clusterbomben, die alle jeweils 25% Schaden machen. Das heißt nochmal 150% dieses Granatenschadens extra. Und als würden diese 150% nicht reichen, haben wir noch das Draußenbleiben-Perk, falls irgendein Gegner wirklich 10 Sekunden lang AFK geht in der Granate. Und 10 Sekunden mal 15% pro Sekunde sind nochmal 150%. Das heißt, wir haben 150% direkten Schaden durch die Clusterbombe, 125% direkten Schaden durch die Granate und 150% Schaden über Zeit durch Draußenbleiben. Extrem, extrem genial. Also wirklich. Falls jemand sehr, sehr gerne mit Fertigkeiten spielt oder mit Granaten einfach die Masse killen will, absolut geil. Und wir gucken uns jetzt erstmal den Einheitenbonus an. Als Einheitenbonus kann man dann sich natürlich entscheiden, gut, was pushe ich jetzt bei ihr?
was spiele ich mit ihr und welche Spielweise habe ich persönlich. Das heißt, das muss man immer auf sich selbst anpassen. Was ich halt sehr cool finde bei der Heldin ist einfach, weil die Granaten ja den Energieschaden verursachen, einmal eine Zurückgewinnerin rein, weil sie erhöht den Energieschaden um 20%. Das heißt, der Granatenschaden wird erhöht und natürlich auch die Waffen, die Energieschaden machen. Die machen auch 20% mehr Schaden. Wer jetzt sagt, gut, Zurückgewinner habe ich nicht, ich brauche aber unbedingt stärkere Granaten, die sowieso schon echt extrem stark sind. Ich meine, sie heißt Meistergrenadierin. Dann kann man natürlich auch nur den Fähigkeitenschaden pushen. Hat auch noch den Vorteil, dass der Geschützturm stärker ist, wenn man einen Fähigkeitsschadenboost drin hat. Wieso auch immer, ich denke immer noch, das ist ein Bug, weil ein Geschützturm ist ein Gadget und keine Fähigkeit. Oder man kann noch vielseitiger rangehen und man kann zum Beispiel den Crit-Schaden von Sturmgewehren erhöhen mit dem Feldwebel, den ich auch beim Häuserkämpfer dabei habe, weil die Meistergrenadierin hat ja natürlich auch diese Verwundbarkeitsstapel. Das heißt, man kann dort auch wieder mit seiner Waffe ein bisschen spielen. Und ich werde auch für dieses Gameplay mit dem Crit-Sturmgewehrschaden reingehen. Ich werde jetzt nicht den Granatenschaden pushen. Und als taktischen Slot habe ich jetzt den Raben drin. Gut, was könnte man sonst als Alternative nehmen? Das ist eigentlich immer nur für die eigene Spielweise, wenn ich genug vom Granatenschaden kriegt. Es gibt noch die Plasma-Spezialisten-Klasse. Die hat Plasma-Granaten. Da machen die Granaten nochmal Leitschaden. Und zwar Energieschaden. Auch nochmal ganz nett. Gut, damit ich es bei mir nicht durcheinander bringe, das ist mein Einheitenbonus. Wie gesagt, Granaten reichen völlig aus. Wir gehen ins Gameplay. Ich habe hier eine Lagermission gestartet. Wo ist die Granate hin? Ah, da. Und wir sehen, dass das Feld etwas größer als eine Kachel ist. Und auch irgendwie etwas größer als 1,35 Kacheln, wenn wir das Ganze mathematisch angehen. Aber wir machen jetzt einfach mal das Lager hier. Lohnt sich eigentlich gar nicht, die Granate für die zwei Jungs zu schmeißen. Aber man sieht halt, mit was für einem Schaden sie tickt. Oh, das tut schon weh. Ja, Patronen für mich. Ah, hier ist der zweite Spawn. Perfekt. So, Granate schmeißen, hier reingehen. Und sie tickt schon mit ordentlich Schaden. 4900 sind jetzt bei mir zumindest an der Zahl. Und wie gesagt, der Schaden, der reicht mir völlig aus, weil es ist ja der Normalfall, dass man nebenbei auch noch auf die Gegner schießt. Man klärt ja nicht alles nur mit den Granaten und lässt die Finger von der Maus. Nee, so macht man das ja nicht. Ich finde die Heldin halt wirklich absolut praktisch in sowas wie Lagermissionen, weil, guck mal, eins, zwei Granaten, weil die kosten ja eh nichts. Und guck mal, was für eine Fläche die jetzt schon hier abdecken. Das ist wirklich der Hammer. Also wer Lagermissionen spielt, um die 50 Nebelmonster-Kills zu machen, damit man jedes Mal die 100 Vorteil fix bekommt. Für den ist so ein Held hier auf jeden Fall was, weil man muss sich halt nicht um die Bereiche kümmern, in denen die Granaten liegen, sondern nur um die Bereiche, in denen keine Granaten liegen. Und da wir halt so viele Granaten haben, also 5 Stück, die uns fast nichts kosten, ist das schon sehr, sehr vorteilhaft. Zumindest wer die Kills haben will. So, und jetzt kommt eine ganz schöne Situation, nämlich einfach ein großes Lager endlich mal, das heißt viele Gegner und wir schmeißen einfach mal ein paar Granaten durch die Gegend, da haben wir ja genug von. Schockwelle auch mal nutzen. Und normale Kampfsituation. Guck mal, die Granaten, die taggen jetzt einfach den ganzen Rest. Die ist halt mega cool gegen diese kleinen Gegner, ne? Wenn die angesprungen kommen, sterben die einfach, weil die Granate zu viel Schaden für die Kleinen macht. Ist also echt entspannt mit der Heldin hier. Guck mal hier. Die Granaten decken so viel Fläche ab. Wir gucken uns jetzt mal an, wie viel Fläche diese Granaten abdecken, weil das interessiert mich sehr. Okay, ich habe jetzt so eine 2x2 Fläche hier gebaut. Versuch mal die Granate genau in die Mitte zu schmeißen. Wird schwer. Nicht runterfallen. Okay, also im Vergleich zur Häuserkämpfer-Granate ist sie natürlich wirklich viel größer. Ja, die Häuserkämpfer-Granate ist in etwa so groß. Also sie ist schon echt mehr als doppelt so groß. Das ist auf jeden Fall nice. Kann man definitiv mitarbeiten. Wenn man auf Fähigkeitenschaden steht. Ist es nicht meine Spielweise, auf keinen Fall. Aber die Heldin ist auch auf gar keinen Fall schlecht. Die ist wirklich verdammt gut für das, was sie kann. Okay, ich habe gerade ein Nebelmonster gekillt und habe gesehen, ich habe eins bisher getötet. Da, Kill Nummer 2, der Beweis. Gucken, ob wir die 50 noch voll kriegen. Wobei ich das erste Superlager jetzt verpasst habe, weil ich rumexperimentiert habe. Vielleicht klappt's ja, vielleicht klappt's ja. Ich melde mich. Wie gesagt, das erste habe ich verpasst. Ich habe jetzt 2-3 Kills mitgenommen von da. Einfach mal ein bisschen hier verteilt die Granaten schmeißen. Vielleicht auch mal den Geschützturm nutzen. Ist ja auch eine normale Kampfsituation so.
Genau, nur Schweber sollte man auf jeden Fall als erstes ins Visier nehmen. Weil die kriegen natürlich keinen Schaden durch die Granaten. Die fliegen nicht so nah über dem Boden, dass man sie damit angreift. Noch 10 Minuten ziehst durch, sagt sie. Okay, das schaffen wir. Ich habe jetzt gar nicht auf die Nebelmonster geguckt, ob ich schon irgendwie... Ah ja, 14 Kills, okay. So, letztes Lager. Zeitverzerrung, Granate, Nebelmonster anschießen ganz schnell. Die 50 kriegen wir voll. Die schaffen wir. 44 Stück, ja, das schaffen wir locker. Ohne sich jetzt anzustrengen. Oh, zweiten Geschützturm. Noch eine Granate, da habe ich noch ein paar von. Keine Sorge. Und um mal mein Fazit einfach etwas vorzuziehen mit dem Charakter. Es gibt natürlich 4 mythische Helden, die man im Sammelalbum erforschen kann, zum aktuellen Zeitpunkt. Denke auch nicht, dass da noch welche dazukommen werden. Aber ich würde trotzdem sagen, diese Heldin ist viel zu teuer. Wenn ihr vorhattet, euch die im Sammelalbum zu kaufen, also zu erforschen, macht es nicht. Wartet lieber darauf, dass ihr sie irgendwann mal zufälligerweise aus dem Lama zieht oder vielleicht sogar, dass sie mal in einem Shop auftaucht für 3200 Gold, so wie letzte Season unser Schwertmeister und so wie diese Season unser Megabasiskeil. Die sind ja auch die normalen mythischen, die halt einfach im Shop auftauchen. Weil, wie gesagt, ich finde, sie ist wirklich keine schlechte Heldin. Sie ist sehr, sehr gut für das, was sie kann. Aber ich finde auch, dass mythische Helden viel zu teuer sind. Sie ist meiner Meinung nach die beste mythische Heldin, die man sich erforschen kann. Das ist keine Frage. Aber dennoch ist es zu teuer für das, was sie kann. Also, lieber Finger davon, warten, bis man sie kriegt. Man verpasst auf jeden Fall nichts, wenn man sie nicht spielt.